einen wunderschönen... Oh, jetzt hört er einfach auf. Der hat eben gerade so schön getanzt, ja. Einen wunderschönen herzlich willkommen zu The Witcher 3 Hearts of Stone. In der letzten Folge haben wir... Oh, ist das hier laut drin? Haben wir die ersten Annäherungsversuche... Was ist hier? Charles, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Leopard. Lass dich nicht aufhalten. Okay. Was haben wir hier? Das sieht wieder nach Würfelspiel. Uiuiui. Auf euch, ihr Herren. Oder auch nicht. Mögen eure Bärte sprießen, ohne dass ihr je drauf Auch das junge Paar mögen ihre Lenden niemals auskühlen. So, bevor ich mit Gaunter und Dim spreche, gucke ich mal, was wir hier noch für andere Aufgaben drauf. Oh, besoffen. Was wir hier für Aufgaben haben. Wer ist das denn hier? Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib, ich meine, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. König der Schweinehirten, wie? Und was erhält der genau? Eine fürstliche Summe, will ich hoffen. Kein Geld, es geht nur um die Ehre. Der König der Schweinehirten erhält als Krone einen Lorbeerkranz, der als Zeichen seiner Würde am Sattel befestigt wird. Du hast doch Preise für die Frauen erwähnt. Sind die der Mühe wert? Aber sicher! Schön wie Gemälde, jeder einzelne. Gewinne und sie selbst. Na denn. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Ein Hexer mit Eselsohren, der Schweine treibt. Besser als jeder verdammte Zirkus. Was hast du gesagt, Bauer? Ich? Nichts. Gut, belass es dabei. Schaff diesen Krüppel weg. Er bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran. Jetzt bin ich gespannt. Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Bewegung, Shani? Agil wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Na. Oh. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ach, da hinten. Komm, kleines Schweinchen. Der Pferd wartet schon auf dich. Komm. Hast du gesehen, Shani? Eins haben wir schon. Na. So, jetzt komm. Nee, du bist ja daneben, ne? Hier. Komm. Du komm, Schwein. Jawohl. Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Hey da, Meister Hexer. Was war das gerade für ein Trick mit den Fingern? Genau, habe ich schon mal gesehen. Ein Hexer sagte meinem Mann, dass er sich aufhängen solle. Dann zeichnete er ein paar Figuren in die Luft und der Typ wurde wahnsinnig. Das heißt, du hast betrogen und wirst nicht zum König der Schweinehirten gekrönt. Shani, was sagt Geralt in solchen Situationen? Verdammt. Ja, ganz genau. Verdammt. Das würde ich sagen. Geht und schiebt euch eine Harke in den Arsch, ihr Hundeshöhne. Sehe ich aus wie ein Schweinehirte? Komm, Shani,
Ich hab genug von diesen Hinterwäldlern. Ach, Sonnenblumen. Vergib mir, Shani. Ich habe dich enttäuscht. Wegen des Schweins? Das brauchst du nicht. Aber ich wollte dieses Ding für dich gewinnen. Ernsthaft, das ist nicht wichtig. Nicht im geringsten. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralts Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch, je mehr ich meinem Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihn jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnet. Die hawaiianische Braut. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Everett. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nee. Wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Shani. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Oh, der zweite Spruch ist so böse. So böse, alt. Aber vielleicht sieht er ja hier in der alten Zeit. Hat es sehr weh getan, Liebes? Was? Als du vom Himmel gefallen bist. Aber mein Herr, ich... Psst, meine Liebe, sag nichts mehr. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? Ja. In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Bleibt ruhig, Bursch. Es ist nichts passiert. Ich habe nur eine unschuldige Unterhaltung mit einer unschuldigen Maid geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiterreden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Stopp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Wladimir von Everett einen Feigling. Beruhigt euch, Jungs. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Leg. Abspeichern. Oh, wir sind im... Zaunlatten! Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Was? Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen, verdammter Lustmolch. Ich darf keine Zeichen wirken. Welche Räuber denn? Aua!
Mir ist doch langsam mal gut hier. Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste abreiben? Jawohl, ja. Habt ihr genug Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Everbeck, ich meine, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen. Und sie geht jetzt. Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Egal. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher. Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gästevermöbel nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Oh oh. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Kann er den noch läutern? Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Tja. Das ist Künstlerpech, meine Liebe. Ich bin eindeutig aus der Übung. Zeig mir ein Mädchen, dann werde ich dir beweisen, dass... Du hast genug bewiesen. Lass uns einfach Spaß haben, in Ordnung? Schließlich bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Na gut, du hast wohl recht. Lass uns gehen. So, was nehmen wir uns als nächstes vor? Oh. So, was nehmen wir uns als nächstes vor? Tut das gut, mal wieder die Knochen knacken zu lassen. So, nochmal speichern. Noch mehr Spaß. Eine Frau. Hallo, Frau. Na, hältst du nach vorübergehenden Mannsbildern Ausschau? Wie bitte? Mir tut der Rücken vom Buttermachen weh. Ich muss mal sitzen. Man sagt aber, in alten Öfen brennt das Feuer heißer. Wenn ich in deinem Alter wäre, würde ich dich zum Kreischen bringen wie ein Kätzchen. Oh mein Gott. So, was haben wir denn hier? Anglerglück? Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel da rausholen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich hab gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Was geht denn hier vor? Die spielen Sucht den Schuh, wie gehört? Nee, die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Sowas. Durch die Mutation werden sie nicht nur unfruchtbar wie Mulis, sondern ihnen wachsen auch Eselsohren. Möchte wissen, was denen noch alles gewachsen ist. Arsch. Und wenn ich ihn rausfische? Na, dann ist deine Freundin froh, weil du dann ein gut aussehender, praktischer Kavalier bist. Und das war's? Kein Preis? Nicht mal einen Kuss? Hängt von der fraglichen Dame ab. Wenn sie dir einen geben will, gut. Aber müssen muss sie nicht. Hm. Oha. Das war noch nicht alles. Pisst er jetzt da rein? Nein. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Ist der nackt?
Nein, okay, Hose ist noch an. Wie tief ist denn der Tümpel eigentlich? Okay. Sieh her, Schatz. Bin voll konzentriert. So. So, was haben wir da? Ein verlorener Schuh. Das ist aber noch nicht alles, oder? Ist das echt alles? Nee, da hinten ist doch einer. Noch ein verlorener Schuh. Da ist doch ein Schuh. Noch einer? Ich glaube, das sollte reichen. So. Und nochmal runter. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, damit müssten wir alles haben. Aber so ein Pool, so ein Tümpel möchte ich auch gern haben. So natürlichen. So klar. Ich glaube, wir haben alles gefunden. Okay, na dann hoch da. Shani! Shani! Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Nass. Vielen Dank. Wow. Nichts geht über ein herrliches Bad. Genau. Jetzt lass uns was anderes tun. Etwas Wildes. Ist die Frage, was Wildes? Wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Sieht man da was? Wir haben jetzt hier noch zwei Dinge. Wir werden uns doch eine schnappen. Mal gucken, wie lange die dauert. Ja, mein erster Hexerauftrag. Feuerspucker gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Todsicher. So, was haben wir denn hier? Hast du dir am Kopf wehgetan? Nee. Ah, nee. Gaunter Odin wollen wir noch nicht. Gaunter Odin wollen wir noch nicht. Du ja. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Oh. Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Flauschig und ausgereift. Hey, na klar. Wir trinken auf das Brautpaar. Na das. Ja, was soll das Gesicht? Ich will ja... Wie mache ich denn das hier? Ach, da. Da ist der Grog. Da. Trink mit uns. Na klar. Dann schlage ich nie etwas an. Super. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich, Shani. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, weißer Wolf. Was? Okay, also die kennen uns. Hallo? Ja, hallo. Ich würde mal sagen, es bleibt nur noch eine Sache zu tun hier. Und zwar, wir müssen mit dem Spielmeister sprechen, aber wir können...
Was, das kannst du jetzt nicht tun? Schluss damit. Da kommt jemand. Ich kann nicht in den Charakterbildschirm gehen? Hui. Nun denn, echt nicht? Doch. Wir haben einen Punkt, den wir noch vergeben können. Den möchte ich auch gern vergeben. Den Machtfluss. Den ziehen wir nach oben. Okay. Nun gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, um den Spiegelmeister dann ein bisschen auszuquatschen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Und die verschwindet in der Wand. Euer Firefox.